Am nächsten Morgen auf der Wache Köln-Mülheim. Zuständig für die Schichtpläne ist Chef Klaus Wiebel. Mark Westerhofen hat eine Rückfrage wegen der geplanten Dienste. Herr Hauptkommissar, haben Sie mal ein Ohr für uns? Ich habe von einem Kollegen gerade ein Aber wegen dem Schichtplan nächsten Monat gehört. Ich wollte das Aber mir kurz erklären lassen. Ja. Oh, da kommt Aber Zuschauer. Ich glaube nicht jetzt, oder? Kannst du gerade mal aufmachen? Tu mal die Tasse weg hier. Schön mal auf Seite. Guten Tag. Guten Tag. Tag, schön. Guten Tag. Ron Becker ist mein Name. Ich möchte eine Selbstanzeige machen. Sie möchten sich selbst anzeigen? Ja, ist richtig. Hört sich zwar komisch an, aber ist so. Weswegen? Das ist noch so ein kleiner schwarzer Flecken aus meiner Vergangenheit. Ich bin vor circa 5 Jahren in den Kiosk eingestiegen. Und der Kiosk gehört einem Kumpel von mir. Und okay. Das möchte ich irgendwie loswerden. Haben Sie mal einen Ausweis für mich, bitte? Ja, habe ich dabei. Bitte. Dankeschön. Bäcker wie der Bäcker. Klaus, ich würde mit dem Hermann ein Ründchen reden. Haben wir die 6? Die 6? Ja, gehen die 6. Was war das denn gerade? Das ist ein Knallgart. Geh mal gucken. Von der Wache? Ja, keine Ahnung. Ich geh mal gucken. Dann können Sie mir einmal folgen. Okay. Natürlich ziehen laute Geräusche immer die Aufmerksamkeit von einem jeden von uns erst einmal auf sich. Für uns war natürlich wichtig, dass hier 2 Fälle jetzt vorliegen und jeder Kollege sich um einen kümmert. Hallo? Was ist denn hier passiert? Hallo? Kommen Sie mal raus. Was haben Sie gemacht? Ach, hier brennt das auch noch ein bisschen hier. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Was haben Sie gemacht? Wieso sind Sie dagegen? Oh, Ihnen geht's ja gar nicht gut. Was ist denn mit Ihnen los? Alles okay. Nee, das ist ja nicht okay. Mal ganz ruhig, ganz ruhig. Brauchen Sie mich mal. Nee, kommen Sie hoch. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Komm hoch. Einmal hoch. Einmal anhauchen. Haben Sie Alkohol getrunken? Nee. Was machen Sie denn? Ich trinke nichts. Doch, Sie haben was getrunken, definitiv. Nein. Was ist mit euch beiden? Hat der Alkohol getrunken? War schon so, wo wir eingestiegen sind. Voll. Komm, wir fahren zum Training. Nee. Nichts, wird nichts mehr. Nein. Einmal Schlüssel her, das ist meiner jetzt. Hier wird ja nichts mehr nirgendwo hingefahren. Passen Sie mal auf, wir gehen mal gerade mal rein, ja? Ihnen scheint jetzt so ganz so gut zu gehen. Haben Sie was getrunken? Nee, ich trinke nichts. Der Betrunkene ist der Fußballtrainer der Jungs und holte sie heute zum Training ab. Während Mark Westerhofen die 3 zur Wache bringt, befragt Erik Stein noch immer den geläuterten Einbrecher. Herr Becker, bevor wir dann jetzt gleich wirklich loslegen, müsste ich erst mal wissen, ob wirklich eine Straftat auch vorliegt. Und im Anschluss müsste ich Sie belehren. Sie haben gesagt, Sie sind bei einem Freund in den Kiosk eingestiegen. Ja, richtig. Das ist jetzt fast 5 Jahre her. Ich war damals schwerst heroinabhängig. Mhm. Und bin eigentlich täglich immer bei meinem Kumpel Kalle Meier im Kiosk gewesen. Und irgendwann war die Sucht dann halt so groß, dass ich bei ihm in den Kiosk eingestiegen bin. Das war nachts und der weiß bis heute nicht, wer das war. Okay. Mittlerweile habe ich eine Therapie gemacht. Ich habe ein Pädagogikstudium hinter mir. Bin jetzt Sozialarbeiter auch. Und das ist so der letzte Rest, den ich so aus meiner Vergangenheit, die halt total scheiße war, mit mir rumschleppe. Und ich möchte da reinen Tisch machen. Das heißt, der Kalle soll Bescheid wissen, dass ich das war. Ich habe auch Kohle dabei. Ich will den Schaden einfach ihm ersetzen. Und die Selbstanzeige ist mir dadurch eigentlich so wichtig geworden. Wo ist der Autoschlüssel? Den hab ich, den Autoschlüssel. Das hat gefallen. Wo ist der Autoschlüssel? Eine Flasche Whisky, 18,9. Oh. Haben sogar noch die Quittung davon. Also haben Sie die auch gekauft, ich ne? Nee, ich hab nichts. Pass auf. Ich trinke nichts. Für euch Jungs Training wahrscheinlich erst mal beendet, ne? Können wir nichts machen. Ja. Gut, passen Sie auf. Jetzt geben Sie mir erst mal gerade mal Ihren Namen. Haben Sie einen Ausweis dabei? Wo ist der Autoschlüssel? Den hab ich. Der ist bei mir. Haben Sie einen Ausweis dabei? Das ist der Autoschlüssel. Wie viel haben Sie denn getrunken hier? Ne? Also wenn Sie die leer getrunken haben sollten, dann haben Sie ja ganz schön was drin. Ich trinke nichts. Und dann fahren Sie noch Auto. Dann fahren Sie noch Auto zur Polizeidienststelle und fahren noch gegen die Wand her. Ich trinke nie. Der Herr Horn. Ja. Ja, wie schaut's aus? Wie, Sie trinken nie? Ich trinke nichts. Aber Sie haben doch was getrunken.
Wo ist der Inhalt der Flasche denn? Oder der Flaschen? Da ist ja auch was drin hier. Also wir sind als Polizei immer dazu gehalten, für und gegen jemanden zu ermitteln. Ja. In diesem Fall, insbesondere die Selbstanzeige, wird natürlich der Staatsanwaltschaft gut gefallen. Mhm. Da sie selber Buße tun möchten, ich bin natürlich dazu verpflichtet, das Ganze an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird dann die Staatsanwaltschaft darüber entscheiden, ob diese ein Hauptverfahren anstrebt oder nicht. Mhm. Das obliegt aber nicht mehr meiner Entscheidung. Okay. Ich werde natürlich in meinem Bericht dann verfassen, dass sie sich A, selbst angezeigt haben, dass sie das Ganze bereuen und dass sie ihrem Freund da Entschuldigung sagen möchten. Ich würde Ihnen jetzt einfach mal vorschlagen, wenn das für Sie okay ist, dass wir vielleicht den Herrn dazu holen und... Super, können wir gerne machen. Haben Sie zufällig eine Telefonnummer? Ja. Zeitgleich sind Hanna Becker und Paul Richter zu einer Soccerhalle in Köln-Niehl unterwegs. Eine junge Mutter hat ein Hilfeersuchen abgesetzt. Guten Tag. Haben Sie uns angerufen? Ja, ich habe Sie angerufen. Mein Freund ist zusammengeschlagen worden. Von meinem Ex-Mann angeblich. Ja. Ich hatte mich... Wo ist der denn? Angerufen, der ist drin. Okay, dann gehen wir mal rein. Der Freund sollte den Sohn der jungen Frau an ihren Ex-Mann übergeben. Die Beamten erfahren Details der Auseinandersetzung. Guten Tag. Brauchen Sie einen Krankenwagen? Ah, nee, ich glaube, es geht schon. Tut zwar höllisch weh, aber ach, es geht schon, glaube ich. Also mit der Faust oder haben Sie einen auf die Nase bekommen? Nee, ich habe hier voll ihr Ex-Mann, der bekloppt, der Vollidiot. Der hat mich mit so einem, wie heißt das, mit so einem Schlagring hat er mich hier voll ins Gesicht. Schlagring? Ja, oh, okay. Ja, mit so einem, er ist dann weg und wahrscheinlich hat er den noch irgendwo hingeworfen. Ich sehe gerade. Den fallen lassen. Ich habe es nur klirren gehört. Oh. Wie ist denn das passiert? Ja, ich wollte Moritz, also ihren Sohn, übergeben. Er sollte beim Thomas bei ihrem bekloppten Ex-Mann übers Wochenende sein, ne? Und ich hab ihn übergeben und dann ist er schon mal in die Umkleide und dann waren wir beide alleine und auf einmal fängt der Vollidiot da an, mich zu beschimpfen, dass ich seinen Platz einnehmen wollte. Also ein Kram, total haltlos, ja, also total bescheuert, der Typ. Und wo sind die jetzt hin? Und dann zieht er auf einmal dieses Ding, diesen Schlagring und haut mir sofort volle Kanne in die Fresse. Aber richtig, ich war erstmal richtig weg. Für einen Moment. Aber er war noch nie aggressiv. Ich verstehe das gar nicht. Wie, habt ihr euch gestritten oder was war das? Er war nie aggressiv. Erzähl doch mal die Vorgeschichte von deinem Ex-Mann. Erzähl doch mal, was mit ihm los ist, was er auf dem Kerbholz hat. Der ist vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden. Aber, Weswegen war er zu Gast da? Wegen Steuerhinterziehung. Ach so. Also, oh, naja, wer weiß, was er im Knast alles erlebt hat. Und wo ist er jetzt? Ja, also der Thomas, der bescheuerte Ex-Mann, der ist wohl hoch. Ja, Moritz ist so ein Umkleider, aber der Typ ist nach oben gelaufen. Thomas, wie heißt er weiter? Thomas Rieke. Okay. Das Polizeiteam lässt sich den Vater beschreiben. In der Gaststätte ist er offensichtlich nicht. Dafür aber ein Mann, der sich äußerst verdächtig verhält. Guten Tag. Ist einer von Ihnen Herr Rieke? Warum gehen Sie denn jetzt weg? Bleiben Sie mal stehen. Hier, hallo. Bleiben Sie mal stehen. Hier, hallo. Hallo. Psst. Einmal hier geblieben? Ja, die ist gar nicht auf die Tür. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wo wollen Sie denn hin? Einmal die Jacke ablegen und die Flossen hoch. So, was ist los? Wo wollen Sie weg? Haben Sie einen Ausweis von sich dabei? Nein, ich hatte einen dringenden Anruf gekriegt. Ich musste weg. Ja, dann möchte ich mal gerne einen Ausweis sehen. Ich habe gesehen, dass Sie telefoniert haben. Wer sind Sie denn? Ich, Lars. Und ich hätte gerne mal einen Ausweis gesehen, bitte. Habe ich heute nicht dabei. Ja, Lars reicht mir nicht. Haben Sie kein Portemonnaie dabei? Nee, ich... Ich muss ihn in einer anderen Jacke stecken. In einer anderen Jacke? Warum haben Sie denn zwei Jacken dabei? Ja, bei dem kalten Wetter nehme ich immer zwei Jacken dabei. Warum sind Sie denn gerade weggerannt? Ja. Guten Tag. Bitte? Das ist meine Jacke. Guten Tag. Das ist Ihre Jacke? Ja, das ist meine Jacke. Und wer sind Sie? Nein, den kenne ich nicht. Ja, der wollte gerade vor Stiften gehen. Nee, aber die lag eben da hinten. Ich habe noch was getrunken. Ja. Meine Tochter zieht sich eine Sekunde, drehe ich total alles zurück. Das ist meine Jacke. Auch Ihr Portemonnaie, ja? Das ist auch mein Portemonnaie, genau. Die lag da so rum. Viktor Pütz heißt es. Ja, ich seh's. Wieso nehmen Sie die Jacke von dem jungen Mann auf? Die lag da so rum und ich wollte die, wo ich jetzt... Machen Sie einmal die Arme breit, ich suche sie jetzt. Was wollt ihr mit meiner Jacke? Kann es sein, dass Sie deswegen versucht haben, hier wegzulaufen? Nein, ich wollte die zum Fundbüro bringen. Die lag da so rum. Guck mal, doch ein Portemonnaie. Ach, scheiße, zum Fundbüro, du wolltest die klauen. Ehrlich? Ach so, ja, hatte ich doch dabei. Ja, plötzlich. Herr Müller heißen sie. Ja, hatte ich doch dabei. Unglaublich, was an. Wieso? Wo lag denn Ihre Jacke? Die lag mir vorne an der Theke, da habe ich noch was getrunken. Ja. Meine Tochter zieht sich gerade um. Aha. Ja, und jetzt wollte ich hochkommen, meine Jacke holen und... Warum es weg ist. Ja, lange Finger gemacht.
Deswegen waren wir aber eigentlich garantiert, das war eigentlich Zufall. Hast du ihn auch genommen? Gott sei Dank sind Sie hier, wenn man die Polizei braucht. Ja. Hast du ihn auch genommen? Sind wir schnell zur Stelle. Genau, funktioniert. Kriegen Sie aber Post von uns, ne? Ich wollte Sie ja nur zum Pumperol. Ja, die ja, ist eine halbe Stunde schon rum. Sind Sie einmal hier raus entlassen. Verlassen Sie einmal die Örtlichkeit. Auf der Wache erscheint inzwischen der bestohlene Kioskbesitzer. Ehe der jedoch erfährt, warum er hier ist, trifft er auf zwei bekannte Gesichter. Hallo, schönen guten Tag. Ach, ihr beiden. Die waren ja gerade bei mir am Kiosk. Wer? Ja. Die zwei hier? Ja, natürlich. Die haben bei mir Alk gekauft. Hier. Also, haben sie sogar eine Quittung geben lassen. Was haben das die denn? Nicht unüblich. Was haben die gekauft? Eine Flasche Whisky haben die bei mir gekauft. Eine Flasche Whisky, ja, hier die? Ja, natürlich, klar. Ja. Okay. Ich glaube, so um die 20 Euro, ne? Entschuldigung, ja. Darf ich wissen, wer Sie sind? Ich bin Karl-Heinz Meyer. Ich bin gerade angerufen worden. Ja. Ich soll hier auf die Wache kommen. Ja, okay. Ja. Warten Sie mal einen ganz kleinen Moment. Und die Quittung? Ja. Erik, entschuldige die Quittung. Die Quittung, ja, die ich denen ausgestellt habe. Ja. Der war auch dabei? Nein, Meyer, nicht, nur die beiden? Nur die beiden, jawohl. Möchten ich komme gleich nochmal. Ja, alles klar, okay. Danke. Herr Meyer? Ja? Kommen Sie rein, bitte. Okay. Der Kollege bearbeitet den Vorgang. Ja. Nehmen Sie Platz. Das ist ja erstmal eine komische Geschichte. Komm, setz dich mal. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind Herr Meyer? Ja, ich bin Herr Meyer. Herr Meyer, bevor wir anfangen, hätten Sie ein Ausweisdokument für mich, bitte? Ja, natürlich. Dankeschön. Bitte. Gut. Herr Becker, ich würde vorschlagen, ich möchte Ihnen da jetzt nichts vorwegnehmen. Ich glaube, das würde ganz gut passen, wenn Sie den Stein ins Rollen bringen. Ja. Pass auf, Kalle. Du weißt, vor 5 Jahren ist einer in einen Kiosk eingestiegen. Ja. Ja, ja, das war ich. Nee, und? Ja. Das war damals die Scheißzeit, du weißt. Ich war auf Heroin. Und auch wenn wir uns da jeden Tag gesehen haben, irgendwann verschwimmt das alles. Ich habe nur noch den Stoff im Sinn gehabt. Ich musste Kohle haben. Und dann bin ich in einen Kiosk eingestiegen. Und jetzt bin ich geläutert, ich bin jetzt hier, das war mir wichtig, das lag mir die ganze Zeit auf der Seele, das tut mir so unendlich leid, dass ich dich da im Prinzip hintergangen habe, dass ich dich bestohlen habe. Deshalb sitze ich jetzt auch hier, mache eine Selbstanzeige und ich habe auch Kohle dabei. Ich hab 2 Mille dabei. Das sagt mir natürlich auch, warum du dich jetzt überhaupt nicht mehr in den letzten 5 Jahren kaum hast bei mir blicken lassen. Ne? Ich hatte damals schon die Vermutung, dass du dahinter steckst. Aber ich glaube, ich wollte es nicht wahrhaben. Da der Täter noch vor der Verjährungsfrist gestanden hat, muss die Tat verfolgt werden. Derweil fällt der Atemalkoholtest des betrunkenen Fußballtrainers bei den Beamten ganz anders aus als erwartet. 0,1. Das kann nicht sein. Weil wenn der die Flasche getrunken hat, dann hat der 2,1 vielleicht, aber nicht 0,1. Okay, wir müssen Blut nehmen. Wir müssen Blut nehmen. Er hat einen Verkehrsunfall verursacht. Richtig, okay, ja. 0,1, das wage ich nicht zu glauben. Das wird ein bisschen mehr sein, wenn ich den Zustand so sehe. Ja, wir müssen Blut nehmen. Kannst du den Amtsarzt besorgen? Ich rufe den Arzt an, der kann ihn dann auch gleich mal ein bisschen abklopfen. Nicht nur das, vielleicht um die Infusion oder sowas verpassen. Ja. Kannst du das gerade mitnehmen, bitte? Ja, klar. Fürs Protokoll, danke. Ja, Herr Horn, da haben wir jetzt ein kleines Problem. Passen Sie auf. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Arzt noch holen, der eine Blutprobe entnimmt. Na? Weil Sie haben ja jetzt zwar 0,1 Promille, aber entweder stimmt das Gerät nicht und wie gesagt, wegen dem Verkehrsunfall müssen wir das machen. Na? Ich trinke nichts. Ja, wie Sie trinken nichts? Ich trinke nie. Warum trinken Sie nie was? Ich habe Alkoholintoleranz. Mein Körper baut das nicht ab. Der Fußballtrainer erinnert sich, dass er seine Spieler abgeholt und von ihnen zur Wache navigiert wurde. Da die beiden 18-Jährigen den Whisky gekauft haben, hat Marc Westerhofen einen Verdacht. Aber ihr beiden, ihr müsst mir irgendwas erklären. Ihr habt doch mit Sicherheit mit der ganzen Geschichte etwas zu tun, oder? Also wir haben gar keine Ahnung, als wir ins Auto eingestiegen sind, war das schon so komisch drauf gewesen. Und ich habe während der Fahrt auch so eine Flasche gehört. Also das müsste dann wahrscheinlich die Whiskyflasche gewesen sein. Aber von seiner Intoleranz, wie er sagt, da wisst ihr schon drüber Bescheid, ne? Dass er nichts verträgt. Und dementsprechend geht es mir auch jetzt. Wahrscheinlich können wir gleich noch einen Arzt holen. Ich gebe euch jetzt noch eine kleine Starthilfe. War ja gerade eben der Kioskbesitzer noch hier gewesen. Der hat das schon erkannt, ne? Ja, den ich noch einen Hinweis noch gekriegt hier wegen eurer Quittung. Ne? Ihr habt auf eine Quittung bestanden. Und deswegen hat er euch wiedererkannt. Und in eurem Sportdress ist ja nicht so ganz so schwierig, euch zu erkennen damit.
Er hat auf jeden Fall sich da ein Schlückchen von genommen. Das hat wahrscheinlich schon ausgereicht. Also, Jungs, letzte Chance. Also, ich bin jetzt nicht mehr zum Spaß aufgelegt. Wie sieht aus? Ja, komm, das ist voll der Arsch. Lass uns auf der Bank sitzen. Wir sind die besten Spieler. Und lass uns da einfach sitzen. Im Ernst? Währenddessen ist Talentscout da für den FC, genau. Und da wollten wir uns halt rächen. Also, jetzt ohne Quatsch, ihr habt das deswegen gemacht, weil ihr auf der Bank wart? Habt ihr mal überlegt, halt, warum Trainer ein Trainer ist? Ja, aber... Weil er hat dann die andere Mannschaft, der weiß, welcher das ist und er weiß ganz genau, welche Spieler er wann wo auch die Zukunft ist. Damit. Also, das ist echt kein Scherz. Ja, oder? Das ist so. Wir wollten halt dran rechnen, dass er das getan hat. Okay. Seid ihr verrückt? Die Konsequenz, die tragt ihr auf jeden Fall. Ihr habt jetzt ein Strafverfahren, habt da laufen. Personal von euch habe ich, von dem Herrn auch. Brauchen die beiden noch festen Wohnsitz? Alles klar, ich würde die sonst gerne entlassen. Ja, können wir entlassen. Mag die beide hier nicht mehr sehen. Ja. Parallel ermitteln Hanna Becker und Paul Richter noch immer in der Soccerhalle wegen des Übergriffs mit dem Schlagring. Sie konfrontieren den tatverdächtigen Vater mit dem Vorwurf. Guten Tag. Guten Tag. Hallo Moritz. Wir kommen mal mit aufs Feld. Ich grüße Sie. Lassen Sie einmal den Ball gerade liegen oder nehmen Sie mal auf. Was geht's denn? Folgendes, der neue Lebenspartner Ihrer Ex-Frau hat uns eben erzählt, dass Sie ihm wohl mit einem Schlagring eins auf die Nase gehauen hätten. Was soll ich gemacht haben? Ja, frage ich Sie. Ich habe nichts gemacht. Hallo? Ja, du warst doch ganz nett zu mir, hast du doch gesagt, viel Spaß bei deinem Fußballspiel. Guck dir das doch an hier, was du mir verpasst hast hier. Schau dir das doch mal an. Thomas, volle Kanne ins Gesicht hast du mich geschlagen. Ich glaube, das war deine Eifersucht. Und dann muss der sich das alles anschauen. Ich hab's gemacht. Moritz. Verrückter du, ey. Moritz, bist du vielleicht auch dabei gewesen? Kannst du was dazu sagen? Nein, ich war, glaube ich, in der Kabine. Er hat nichts gesehen, er war in der Kabine, hat sich schon umgezogen. Du hast es gar nicht mitgekriegt? Ja. Aber Sie sagen, wäre nichts vorgefallen. Ja, wäre nichts vorgefallen. Er war noch ganz nett zu mir, hab ihn noch gewundert. Er sagte ja auch viel Spaß mit Moritz und das war's. Ich meine, ich sehe ja die Verletzung an seinem Gesicht, ne? Keine Ahnung. Wie ist denn das passiert? Also gar nicht. Ja, wie gesagt. Sag bitte die Wahrheit. Also ich meine, der macht eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck, ne? Spielt hier mit seinem Sohn. Ist alles in Ordnung. Guck mal, er trägt den Ball. Rechts, ne? Ist mir auch schon aufgefallen. Und er hat... Und er hat die Verletzung links. Auch seine, ja, also er auf seiner rechten, ne? Also nicht seine linke Hand. Und seine linke Hand ist auch verletzt. Er seine rechte Hand. Weißt du auch selber? Könnte. Der, ja, seine eigene Hand ist auch verletzt, ne? Ich wundere mich auch ein bisschen, weil er hat gar nichts. Wenn er Rechtshänder ist, hier. Sind Sie Rechtshänder? Ja, warum? Weil Sie Ihre Verletzung auf der linken Seite, also beziehungsweise auf Ihrer rechten Seite haben, das wäre eigentlich ein Auszeichen für Linksausleger. Haben Sie schon mal geboxt? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich weiß nur, dass er mir ins Gesicht geschlagen hat. Wenn er Rechtshänder ist, haben Sie Verletzung auf der falschen Seite im Gesicht, heißt das. Ja, kann ich ja nichts dafür. Nee, können Sie auch nichts für. Also wir machen Folgendes. Da hier Aussage gegen Aussage steht und wir nicht weiterkommen würden, schicken wir diesen Schlagring, den wir aufgefunden haben, ein, wenn da gegebenenfalls Spuren feststellen, beziehungsweise Fingerabdrücke Spuren oder DNA-Spuren. Wieso ist denn Ihre Hand auch verletzt? Habe ich jetzt noch nicht gefragt. Die andere Hand, bitte. Sie sind Rechtshänder, ne? Papa würde das aber nicht machen. Dein Papa würde das nicht machen? Der würde das nicht machen. Ja, aber schau doch mal hier, Moritz. Was meinst du, wo das herkommt? Ja, vielleicht von dir. Wie von mir? Wie meinst du das denn? Ja, hast du selber geschlagen. Ach, Moritz, was erzählst du denn für einen Quatsch? Du hast doch sowieso nichts gesehen. Ja, also ich will die Vermutung haben wir ehrlich gesagt auch. Genau, wollte jetzt gar nicht so tief reinrühren, aber das ist ein bisschen komisch, weil ich als Rechtshänder würde versuchen, mit der rechten Hand auch zu treffen. Das ist relativ untypisch. Also dann würde der, das wäre ein sehr verrückter Boxstil, wenn jemand mit der rechten Hand stark schlägt, dann wäre der ein Linksausleger. Sag bitte jetzt die Wahrheit. Was ist denn hier überhaupt passiert? Langsam reicht es mir. Der lügt, du lügst. Wer lügt denn hier? Der arme Moritz versucht, seinen Vater in Schutz zu nehmen. Sag bitte, was passiert ist. Also wir schicken es ein, wir kriegen es raus. Ne? Wenn da keine anderen DNA-Spuren dran sind oder keine anderen Fingerabdruckspuren, dann wissen wir, wer das Ding in der Hand hat und dann ist gut. Also, ja, okay, okay. Wenn Sie sich hier gegenseitig beschuldigen. Okay, okay. Ich habe das aber nur getan, um Moritz zu schützen. Bitte was? Ich wollte einfach nicht, dass Moritz mit seinem kriminellen Vater weiterhin Kontakt hat. Ja, du bist doch ein Knacki, du warst doch im Knast. Und ich möchte Bring nur ein bisschen Geld, mehr nicht. Naja, wer weiß, was mit dem Knast alles mit dir passiert ist. Und ich möchte einfach nicht, dass Moritz, jetzt wo ich für ihn verantwortlich bin, mit dir weiterhin Kontakt hat. Ja, aber wir sind ja nicht ausschließlich verantwortlich, wir sind nicht der Vater. Verantwortung heißt ja nicht, dass Sie mit der Frau zusammen sind und jetzt sagen, ich reiß das alles an mich. Naja, nur, aber ich habe ja schon auch ein bisschen was jetzt, ich muss mich ja um ihn kümmern. Ich habe da ja schon jetzt auch eine gewisse Verantwortung. Ja, aber
aber Sie können nicht die Verantwortung dem leiblichen Vater entziehen. Das ist weder Ihre Fähigkeit. Also ich frage mich hier gerade, wer hier mehr Verantwortung trägt. Derjenige, der sich selber geschlagen hat? Und Sie täuschen ja Straftaten vor. Sie sind auch Straftäter jetzt. Richtig. So lächerlich. Der Täter muss sich wegen falscher Verdächtigung und Vortäuschens einer Straftat verantworten.